Brauchst du eine Mitfahrgelegenheit? Na? Spring ein. Wir sind heute unterwegs. Wir zeigen euch heute nämlich die schönsten Ecken von Deggendorf, was man da so freizeitmäßig machen kann. Und da machen wir eine kleine Spritztour durch Deggendorf. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen und haben uns den hauseigenen Tesla geliehen. Und ich fühle mich wie ein echter YouTuber und jetzt geht's los. Achso, ich bin im falschen Gang. Ha! Ein Tesla ist nicht so leicht zu bedienen. First Destination ist der Stadtplatz. Wir haben die Karre geparkt, sind jetzt am Stadtplatz und ich muss sagen, es ist wirklich gerade bei so einem schönen Wetter wirklich, wirklich, wirklich schön. Man kann in Cafés draußen sitzen, man kann in Geschäfte gehen, flanieren und hier ist immer Markt, wo man sich frische Sachen kaufen kann. Und ich werde mich jetzt mal unter den Original Deggendorfern umhören, ob sie vielleicht den einen oder anderen Tipp für mich haben, was man denn in Deggendorf so machen kann, weil die müssen es ja wissen. Hauen Sie mal einen raus hier. Entweder am Stadtplatz, wenn Markt ist, oder an der Donau, wo die Lager war. Und haben Sie einen Geheimtipp, wo man jetzt sagt, okay, das kennt jetzt nicht jeder in Deggendorf? Na, und wenn, dann würde ich Ihnen nicht sagen. Mein Lieblingsort in Deggendorf. Ja, es ist mittlerweile schon so die Donaugegend, ja. Jürgen ist nämlich, kann man sagen, du bist der Kultkellner von Deggendorf, dich kennt ja jeder. Also man sagt es, ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber mich kennt wirklich jeder, ja. Wenn man es jetzt nicht merkt, aber ich bin immer der Bayer, verstehst du? Walli, Jürgen! Ich mag einfach Ruhes. Ich mag das Urige, ich mag das Gemeinschaftliche. Hier kommt auch noch, das ist mir immer ganz wichtig, jung mit alt, ja. Diese Kombination. Nicht so wie wir gerade an diesem Tisch. Du blöde, also eine Unverschämte. 1, 2, 3. Brav ist sie, ja. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass sie uns das Auto anvertraut haben. Oh, danke, Jesus. Also was mich am Anfang schon von Deggendorf verzaubert hat, das muss ich mal so sagen, ist einfach die Lage. Also du hast halt sowohl die Berge als auch die Donau. Du kannst im Winter schön Skifahren gehen, Schlitten fahren gehen, wandern im Wald und du hast halt den Höhenunterschied runter zur Donau, wo du einfach im Sommer an der Strandbar sitzen kannst. Also wie so eine Zwei-Jahres-Zeiten-Stadt und das finde ich richtig, richtig geil. Best of both worlds, wie Miley Cyrus aka Hannah Montana damals schon so schön gesagt hat. Jetzt sind wir hier unten an der Donau und ich glaube, die Donau ist so das Gebiet in Deggendorf, was wirklich jedem gefällt, wo jeder am allerliebsten hingeht. Es ist so schön. Man kann hier auf der Wiese chillen, man kann an der Strandbar sitzen, man kann Fußball spielen, Volleyball spielen. Es ist einfach wie so ein kleines Naherholungsgebiet mitten in Deggendorf und es ist einfach traumhaft schön. Schaut euch das an. Achtung, 3, 2, 1, Schnittbild. Und dann gibt es auch noch eine Strandbar und die ist ungefähr an 2 Minuten Fußweg vom Campus weg. Das ist ein Argument, das kann ich keine andere Hochschule bieten. Weiter geht die wilde Fahrt. Oh, hier darf man sogar 60 fahren. Wahnsinn, da spüre ich richtig den Fahrtwind. Was auch besonders schön ist, ist, dass man wirklich alles zu Fuß gehen kann. Also ich meine, klar, wir fahren ja gerade mit dem Auto rum, aber nur weil wir halt Lust drauf haben. Und weil wir einfach ja, aber theoretisch könnte man wirklich alles mit dem zu Fuß machen. Im Auto. Zu Fuß machen. Also du läufst ja überall zur Hochschule nur 15 Minuten hin. Wenn du in Wohnheim wohnst, bist du in 5 Minuten an der Hochschule. Es ist wirklich zack, 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 ist man schnell überall. Und das ist wirklich schön. Man muss nicht erst mit der U-Bahn, mit dem Bus irgendwo hin cruisen, sondern alles ist zu Fuß erreichbar. Und das finde ich persönlich finde das richtig cool. Du kannst auch 10 vor 8 aufstehen, kommst um 8 trotzdem noch zur Vorlesung. Jetzt fahren wir hier zu einem Ort, den ich richtig geil finde. Und zwar Sarahs Geheimtipp. Ja, ist mein Geheimtipp. Ich meine, klar, unter Deggendorfern ist es vielleicht kein Geheimtipp, aber ich glaube, viele Studenten kennen es nicht. Und zwar Hockeweihe. Das ist wirklich schön. Das ist ein Baggersee. Da wird quasi Kies ausgebaggert und die sind deswegen total klar und im Sommer voll schön zum Baden. Und man ist da in Deggendorf, kann man auch mit dem Fahrrad hinfahren. Also wirklich ein Top-Place to be für den Sommer. Besonders schön finde ich einfach die ganze Atmosphäre
von TikTok. Also wir kennen es aus unserem Studiengang Medientechnik, das war einfach so familiär. Du hast jetzt nicht nur deine zwei, drei Freunde, so, die da deine Ansprechpartner sind, sondern du kennst wirklich irgendwie jeden. Du kennst die Professoren, teilweise ist man per Du. Es ist so familiär und eigentlich so schön, dass du jeden kennst, immer Ansprechpartner hast. Und es entwickelt sich einfach eine ganz andere Studienatmosphäre, finde ich, als wenn du an so einer Massenuni bist, wo du dann in einem Hörsaal mit 200 Leuten sitzt. They see me rolling, they hating, patrolling. War doch ein schöner Ausblick. Wir haben ein paar schöne Ecken entdeckt. Euch ein bisschen Deggendorf gezeigt, natürlich nicht alles, es gibt noch so viel mehr zu erleben. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Bowlinghalle, wo man auch Billard spielen kann. Es gibt die ganzen Berge rund um Deggendorf, wo man wandern gehen kann, aber wir sprengen natürlich den Rahmen unseres Videos. Essen. Ja, essen gehen, kulinarischer Deggendorf auszubieten. Es gibt wirklich viel zu erleben, aber ich glaube, ihr habt jetzt einen ersten Eindruck bekommen, was Deggendorf so ausmacht, warum es hier so schön ist, warum es euch hier so gut gefällt. Und ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Wenn ihr auch noch einen Ort habt in Deggendorf, der total schön, total super ist, der euch richtig gut gefällt, dann schreibt uns einfach hier einen Kommentar drunter. Vielleicht kennen wir den Ort ja noch nicht. Und dann können wir da beim nächsten Mal vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Video eine gute Zeit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis in zwei Wochen. Check, check, check. Test, one, two. Check. Bin ich gerade ein bisschen ratlos, wenn ich mal jetzt hier anquatsche. Bei anderen YouTubern ist es so, die haben erst viel Follower und dann einen Tesla. Wir haben einen Tesla und dann kommt die Follower. Ich bin in D und ist auf P. Nee, Leerlauf, ne? P. Jetzt. Entschuldigung.